Rednerin hat Tabea Rösner von der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen das Wort. Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren! Warum hat Toni Erdmann, der gefeierte Film von Maren Ade, in Cannes keinen Preis gewonnen? Ich wage mal eine steile These, weil dieser Film von Frauen gemacht wurde. Aber auch die Einladung nach Cannes war ja schon ein Riesenerfolg. 7 Jahre lang gab es keinen deutschen Beitrag. Vielleicht fehlt dem deutschen Film nichts so sehr wie Frauen. Produzentinnen, Regisseurinnen, Autorinnen. Toni Erdmann hat den Weg nach Cannes geschafft, nicht wegen, sondern trotz unseres Filmförderungssystems. Dass Frauen in der Filmbranche benachteiligt sind, ist hinlänglich bekannt. Wer welche Förderung bekommt, entscheiden überwiegend Männer. Überwiegend Männer sind es, deren Projekte dann auch gefördert werden. Frau Staatsministerin Grütters, Sie haben immer gesagt, dass Sie diesen Missstand beheben wollen. Das ist gut und zwingend notwendig, denn Frauen haben andere Sichtweisen und tragen zu mehr Vielfalt in der Filmlandschaft bei. Wir brauchen also mehr Produzentinnen, mehr Drehbuchautorinnen und mehr Regisseurinnen, und daher müssen wir ihnen bessere Chancen auf Förderung einräumen. Davon ist in Ihrem Gesetzentwurf nur leider nichts zu sehen. Sie werden mir jetzt entgegenhalten, ja, es sollen ja mehr Frauen in die Gremien der Filmförderungsanstalt. Daraus folgt aber doch nicht automatisch, dass mehr Frauen gefördert werden. Wäre es da nicht besser, eine klare Zielvorgabe zu machen, wie viele der bewilligten Projekte in den nächsten Jahren von Frauen unter der Beteiligung von Frauen in Regie, Produktion oder beim Drehbuch entstehen sollen? Da geht also deutlich mehr. Wir brauchen mehr Mut zu einer gesetzlichen Regelung, die dieses Problem auch wirklich angeht. Mut ist ein gutes Stichwort. Daran fehlt es bei den Entscheidern leider viel zu oft. Es fehlt an Mut, den Filmschaffenden mehr Vertrauen entgegenzubringen. Die Filmschaffenden müssen mit ihren Projekten durch so viele Türen gehen, die Drehbücher durch so viele Hände. Da kommt am Ende nicht immer der beste Film raus. Dazu findet sich leider nichts in Ihrem Gesetzentwurf. Wie wäre es zum Beispiel mit einem Fast-Track? Die Filmförderungsanstalt vergibt einen bestimmten Prozentsatz des Fördertopfes an erfolgreiche Filmemacherinnen und Filmemacher in einem vereinfachten und automatisierten Verfahren. Dafür müsste man den Kreativen mehr vertrauen. Es würde aber größtmögliche künstlerische Freiheit ermöglichen. Wir alle wollen gute Filme sehen, aber ob die Ausgestaltung der Vergabegremien zu besseren Filmen führt, wage ich mal zu bezweifeln. In den Kommissionen, die deutlich kleiner werden sollen, was ich richtig finde, soll zukünftig immer eine Mehrheit von Verwertern sitzen, auch wenn es um die Förderung von Drehbüchern und Filmen geht. Das zementiert doch die bisherigen Machtverhältnisse. Und die Macht liegt leider nicht bei den Kreativen. Hier sollten Sie den Entwurf dringend überarbeiten. Auch die Besetzung des Verwaltungsrats verfestigt Machtstrukturen. Von den 36 Mitgliedern hat die Produzentenallianz auch künftig 3 Sitze, der Verband Deutscher Filmproduzenten aber nur einen. Da frage ich mich, auf welcher Grundlage erfolgt diese Sitzverteilung? Apropos Transparenz, auch hier fehlt der Mut. Es muss doch für öffentliche Anstalten Pflicht sein, Rechenschaft abzulegen. Dafür braucht man aber Zahlen über Herstellungskosten, die Beteiligung der Fernsehsender, Rückzahlungen, den Anteil an Frauen an Regie, Produktion und Drehbuch. Nur so kann man ja dann die Förderentscheidung auch evaluieren. Dazu könnte zum Beispiel ein zentrales Filmregister wie in Frankreich dienen. Ich denke, es würde der FFA gut zu Gesicht stehen, Transparenz zum Aushängeschild zu machen. Und das könnte dann auch helfen bei der Bewertung, wann ein Film erfolgreich ist, was sich ja auch auf die Referenzförderung dann wieder auswirkt.
Ist ein Film nur dann erfolgreich, wenn er in absoluten Zahlen die meisten Kinobesucher zählt? Oder ist nicht auch ein Film erfolgreich, der zwar weniger Zuschauer hat, aber bei wesentlich geringeren Produktionskosten im Verhältnis deutlich mehr? Warum trauen Sie sich nicht, die Herstellungskosten in das Verhältnis zu den Zuschauerzahlen zu setzen? Das wäre eine sinnvolle politische Steuerung im Sinne des kreativen Films. Sie würde gewährleisten, dass die Referenzförderung teure Produktion nicht einseitig besser stellt, während erfolgreiche, aber günstigere Filme hinten runterfallen. Und es gäbe noch vieles zu sagen. Die sozialen Standards sind angesprochen worden, ökologische Standards, Selbstverpflichtung oder zu den Sperrfristen oder zu der Stärkung des Kinos als sozialer und kultureller Ort. Ich will noch eine letzte Anmerkung machen. Es ist unsere Aufgabe, den Kreativen ein Umfeld zu schaffen, in dem sich Kreativität auch entfalten kann, damit wir den nächsten deutschen Beitrag in Cannes nicht erst im Jahr 2023 haben. Vielen Dank. Vielen Dank. Als nächster Redner hat Johannes